Guten Morgen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe Lust auf einen Apfelkuchen bekommen. Und ich habe noch Äpfel. Und meine Freundin hat mir letztens ein Rezept gezeigt aus dem Thermomix. Und dann dachte ich, steh auf, mach den Apfelkuchen. Es ist Samstag, der 11. April, 8.36 Uhr, falls es jemand interessiert. Erstmal Kaffee. Leute, eine kurze Frage. Womit süßt ihr? Ich will keinen Zucker nehmen. Honig schmeckt aber nicht überall. Kaffee ist ready. Der Ofen. Ich habe den gerade reingestellt und ist mir aufgefallen, ich habe vergessen, den euch zu zeigen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen, Sonnenschein. Die ist verbrannt einfach in der Sonne. Einfach verbrannt gemeinsam in der Sonne. Gemeinsam backen, gemeinsam kochen am frühen Morgen, macht doch Spaß. Super. So, der Apfelkuchen ist ready. Ich gehe jetzt runter, zieh mich an und mache mal eine Runde Sport. Und dann muss ich mal duschen. Achso, übrigens, eine fragt mich immer, ob ich zu faul bin, um Haare zu waschen. Nein, bin ich nicht, aber ich möchte auch nicht jeden Tag meine Haare waschen, weil das ist nicht gut. I got an ache inside of me. It's a deep hole where I bleed. Ich habe übrigens Disney Plus jetzt. Ich habe den Account von einem Freund, damit ich mir das Ganze erstmal angucken kann. Aber ich werde mir selbst einen machen, damit ich auch meinen Schwestern den Zugang geben kann. Und sonst noch allen. Ich glaube, mit Netflix teile ich mit 800 Personen meinen Account. Ich wollte jetzt auf Netflix Ich schweige für dich gucken. Ganz viele fragen immer nach meinen Wimpern, deswegen dachte ich, mache ich jetzt hier mal kurz Stopp, um euch das zu zeigen. Ich nehme einen Primer, also ich mag sehr gerne den Lancôme Silk Booster, oder wie heißt der nochmal richtig? Silk Booster? I don't know. Silk Booster XL, ich verlinke ihn in der Infobox. Und einmal der Primer von Helena Rubinstein, das steht hier so klein, Spider Eyes heißt der. Und ich nehme jetzt mal den, weil den von Lancôme habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Da tuschen wir jetzt einfach einmal die Wimpern damit. Also ich mache das sogar auch in Zickzack-Bewegung, so wie sonst auch eine normale Mascara. Und wenn ich das dann drauf gemacht habe, also lasse ich das kurz antrocknen. Und ich mache da auch nur eine Schicht von drauf. So, ich entwickle gerade mein eigenes Wimpernserum, weil gestern haben mich unfassbar viele auf Instagram und auf YouTube gefragt, was hast du mit deinen Wimpern gemacht? Ich entwickle gerade mein eigenes Serum. Es ist komplett hormonfrei, die Inhaltsstoffe sind sehr, sehr penibel und pingelig ausgewählt, weil ich einige Wimpernserien in meinem Leben schon benutzt habe und beim einen oder anderen habe ich schon was gemerkt und ich habe mich sehr mit Inhaltsstoffen beschäftigt und es gibt Inhaltsstoffe wie zum Beispiel das Prostaglandin. Wenn das enthalten ist in einem Wimpernserum, dann explodieren eure Wimpern, also das ist dann voller, es ist viel länger. Aber das ist ein Hormon, der zum Beispiel den Augeninnendruck verändern kann. Und das passiert nicht selten. Das passiert eine von 10 und eine von 100 Frauen. Also so waren die Tests. Ja, und deswegen ist man natürlich immer auf der Suche nach Alternativen, irgendwelchen Peptiden oder Zusammenstellungen von Inhaltsstoffen, die ganz nah dran kommen an die Wirkung von zum Beispiel hormonellen Einflüssen, wie zum Beispiel das Prostaglandin. So, und da sind wir natürlich noch in der Testphase und es muss natürlich alles so richtig penibel gemacht werden, weil ich will nicht, dass ihr euch irgendwas von mir an euer Auge schmiert, generell von irgendwem, egal wem, aber gerade natürlich von mir, weil ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendjemand von euch Probleme mit seinen Augen kriegt. So, deswegen bin ich die ganze Zeit am Testen, deswegen kann ich nicht so viel zu dem Wimpernserum sagen, ich kann euch jetzt nicht sagen, ich benutze dies oder das, sondern es ist mein eigenes, welches gerade in der Entwicklung ist. Und wenn alles gut geht, dann bekommt ihr es noch dieses Jahr. Und dieses Jahr ist ja echt schon fast vorbeigegangen. Also wir haben jetzt fast Mai. Mach die Augen zu, mach sie wieder auf. Schon wieder 2 Monate vergangen. Also es ist super schnell. Deswegen ein kleines bisschen Geduld. Wenn ihr euch vorübergeht, bevor ihr euch meins holt. Oh mein Gott, okay, Tara. Aber nein, wenn ihr euch doch ein anderes Haar holen wollt, dann schaut bitte darauf, dass da kein Prostaglandin mit drin ist. Das steht dann meistens in den Inhaltsstoffen drin. Also steht da nicht Hormone drin, sondern irgendwelche Fachwörter und sowas. So, jetzt sind die Wimpern genug angetrocknet. Ich kann jetzt auch nicht die Mascara nehmen, die ich sonst nehmen möchte. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Mascara. Deswegen nehme ich jetzt die Lancôme Hypnose Mascara. Und ich werde sie einfach wieder in Zickzack-Bewegungen auftragen. Wirklich, ich fange am Wimpernkranz an und ziehe diese Zickzack-Bewegungen bis hoch in die Spitze. So kann die Mascara die kompletten Wimpern
einmal umhüllen. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich hier gar nichts auf mein Lid gegeben habe. Egal. So, das ist jetzt das Ergebnis mit zwei Schichten Mascara. Klar, Wimpernserum, Primer und Mascara. Es reicht auch eine Schicht Mascara, aber die ist schon leer fast. Und deswegen habe ich zwei Schichten davon aufgetragen. Genau. Und ich werde jetzt so ein bisschen jetzt hier noch das sauber machen. Ich habe gekleckert. Und hätte ich schon einen Lidstrich gezogen und Eyeliner, wäre das jetzt nicht so schlimm, weil das würde man es ja nicht sehen. Was ich jetzt noch machen werde, ist, danach hatten gestern auch ein paar gefragt. Ich wollte das auf jeden Fall für die paar beantworten. Es waren nicht so super viele, die gefragt haben, aber so ein paar zumindest. Aber ich habe gestern noch einen Kajal aufgetragen. Das ist von Marc Jacobs, der Highliner in der Farbe Brownie. Und der ist richtig, richtig gut. Also wenn ihr braunen Eyeliner oder Kajal haben wollt, wirklich, ich habe eine Million ausprobiert, weil ich wollte immer irgendwas Leichtes, was Sanftes, weil braun, aber trotzdem Sichtbares, ne? Also nicht so, dass man es jetzt nicht erkennt oder sowas. Und der hier ist richtig, richtig schön khakibraun. Und das gebe ich mir jetzt ein bisschen auf meine Wasserlinie. Er ist halt auch nicht so stark wie ein schwarzer, ne? Der schwarze in der Farbe Blacker ist auch mega. Aber das hier eignet sich natürlich ein bisschen besser für den Alltag, wenn man einen Kajalstrich tragen möchte. Und das lässt die Augen so ein bisschen rauchiger aussehen. Der ist halt erstmal sehr, sehr cremig und wird danach fest. Also könnt ihr natürlich auch dann hier unten auftragen, zum Beispiel so zwischen, richtig zwischen euren Wimpernkranz und eurer Wasserlinie verschmieren. Wie heißen die diese Pinsel nochmal? So ein Linkspinsel. Und dann wird das Ganze so ein kleines bisschen verblendet. Und was ihr dann machen könnt, ist, ihr könnt noch so einen fluffigeren Pinsel nehmen. Also wirklich so einen kleinen Pencil Brush, aber einen fluffigen. Und dann könnt ihr von mir aus einfach in euer Contour Powder reingehen. Ja, und das Ganze damit noch ausblenden, dass das rauchiger aussieht. Und weil die Linie ist mir jetzt gerade zum Beispiel zu hart. Und einfach. Was ich jetzt machen werde, ist einfach nur meinen Lid so runterziehen und gucken, wo ich mich da mit Mascara vollgekleckert habe. Ich muss hier einfach nur mit dem Pinsel verblenden. Das ist nicht so gut sehen in dem Display. Bei so sehr mandelförmigen Augen sieht das auch richtig schön aus, wenn man das bis hier vorzieht und einmal praktisch komplett ums Auge macht. Dann hat man so einen richtig schönen Smoky-Eye-Effekt. Und dann irgendwann trocknet das Ganze und lässt sich halt nicht mehr verwischen. Das heißt, es verwischt auch nicht, das stempelt sich nicht ab, das läuft nicht runter, so wie diese Kajals, die so runterlaufen und so weiter. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Investition, die auch sehr, guck mal bitte, sehr ergiebig ist. Jetzt machen wir noch einen kleinen Flick hinten. Ich wollte eigentlich den Calligraph Liner von Catrice nehmen, finde ihn gerade nicht, deswegen nehme ich den Roller Lash. Oh, ich habe einen von Chanel bekommen. Okay. So. Wie sieht der aus? Like that. Voll hübsch, die haben immer so ein schönes Packaging. Aber es ist nicht easy, merke ich gerade, weil die Spitze sehr, sehr, sehr beweglich ist. Das ist mein Lieblings-Glow Setting Spray. Das hält auch schon ewig und drei Tage, ey. Das ist das Cover FX Illuminating Spray und da sind wie so kleine Illuminating Partikel mit drin, die das Ganze so gehighlightet aussehen lassen. Weil ich ein Mischhauttyp bin, kann ich nicht so viel flüssigen Highlighter vertragen. So, einmal kurz zeigen, was ich anhabe. Ich bin gerade am Verhungern, Leute. Ich muss jetzt ganz schnell nach oben und was essen. Ich habe das Shirt von H&M an, was ich euch in meinem letzten, oder welches ich euch in meinem letzten Vlog gezeigt habe. Kann ich euch auch nochmal gerne verlinken. Und ich habe einen Rock an. Ich weiß gar nicht, woher der ist. Es ist so ein ganz stretchy Stoffrock. Der ist von Bershka, habe gerade eben nachgeguckt. So, dann habe ich noch Ketten angezogen. Sind auch sehr, sehr hübsche, ganz neue Ketten. Und so ganz feine Ohrringe nur. Die Ketten sind übrigens von, da, das hier ist die Schmuckmarke. Und da sind beide Ketten her. Die waren jetzt in der Goodiebag von dem You and Me Flohmarkt, der nicht stattgefunden hat. Voll schön. Und jetzt esse ich was und dann gehe ich eine Runde einkaufen. So, das, was ich jetzt essen werde, ist hier dieses Alpro Skier Style ohne Zucker mit Himbeeren. So, das ist mein Frühstück. Es ist jetzt 12:30, das heißt bis 8:30 esse ich. Und das ist der verbrannte Kuchen. Sehr gut, ne? Die ganzen anderthalb Stunden, die ich heute Morgen daran gearbeitet habe, umsonst. Ich versuche nachher mal die Oberfläche abzukratzen und vielleicht Puderzucker drüber. Hallo, willkommen zu einem neuen Tag. Ihr dachtet auch so, du warst gerade noch geschminkt.
Gestern war ich dann einkaufen und dann waren wir noch spazieren. Deswegen habe ich mich auch irgendwann auch nicht mehr gemeldet, weil ich hatte dann ehrlich gesagt keine Lust zu vloggen. Heute Morgen habe ich fleißig Sport gemacht. Ich bin auch noch in den Sportklamotten. Ich habe richtig geschwitzt. Hatte gut getan. Und dann habe ich gerade auch noch gefrühstückt. Ich merke auch gerade richtig, wie diese Allergie. Mich juckt es überall. Ich muss gleich mal eine Reaktin nehmen. Dann habe ich hier oben noch sauber gemacht. Ich werde hier unten noch sauber machen. Es waren noch zwei Pakete für mich hier, die ich jetzt gleich mit euch unboxen werde. Mal gucken, was da drin ist. Ich habe nämlich gar keinen Plan. Hier steht einmal Kudalie drauf und einmal weiß ich nicht. Wollte ich noch was erzählen. Ich war draußen, als ich vom Sport wieder zu Hause gekommen bin. Und dann wollte ich an einem Mann vorbeilaufen und der ist ungelogen auf eine Bank gesprungen. Ungelogen. Also schon heavy, wie manche Menschen damit umgehen. Ich finde das sehr gut, wenn man Abstand hält und wenn man das ernst nimmt und wenn man auch, ne, das sollte man auf jeden Fall machen. Aber man sollte nicht den Gegenüber in so eine Situation bringen, in dem er sich selbst, also ich kam mir vor, als hätte ich alle Krankheiten der Welt und das war so komisch. Ich habe mich ganz komisch gefühlt, ganz, ganz komisch. Und das ist nicht cool. Also dieses, ich wechsle auf die Straßenseite, ich lasse auch ältere Menschen durch und komme denen auf jeden Fall nicht zu nah und bin sehr vorsichtig damit. Aber auf eine Bank zu springen, also wirklich auf so eine Bank drauf zu springen, weil ich komme, ist so hardcore. Das ist so, man sollte den Menschen trotzdem nicht dieses Gefühl geben, dass sie, also er hat mir das Gefühl gegeben, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, was für eine Krankheit, ganz schlimm. Und ja. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und denkt nicht, dass ich das irgendwie auf die falsche Schulter nehme, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Das ist schon ein bisschen komisch, also ups, ich meinte natürlich auf die leichte Schulter, nicht auf die falsche. Naja, machen wir mal kurz die Pakete auf, ich stelle euch mal kurz ab. Mein Arm tut schon weh vom Sport. Übrigens werde ich gleich nochmal meine, werde ich meine Haare waschen? Ich weiß es nicht, weil morgen früh werde ich auch wieder richtig Sport treiben oder werde ich nur meinen Körper abduschen, mal gucken, was ich gleich überlege. Das Ganze kommt von Dilla, Handmade Accessories. Oh, stimmt, sie hatte mir ja geschrieben, glaube ich, und irgendwann gefragt, ob sie mir was schicken darf. Ich glaube, so Haarkränze, Haarbänder. Süß für so einen Babyshower oder so, stelle ich mir das gerade vor. Da sieht man es. Das ist einmal ein Haarband. Das macht man hinten an seinen, wenn man zum Beispiel irgendwas Geflochtenes hat oder so. Das ist jetzt für ganz besondere Anlässe, ne? Das würde ich jetzt nicht tagsüber einfach für die Stadt nehmen. Also ich nicht, klar, könnt ihr gerne machen. Aber ich glaube, das ist so, wenn man auf eine Hochzeit geht oder wenn man irgendwie eine Bridesmaid ist. Ich bin ja eine Bridesmaid für meine Freundin. Und ihr Motto ist für ihre Hochzeit, dass wir alle Gold tragen. Und ich glaube, ich werde das dann in meine Haare machen. Entweder hinten oder irgendwie seitlich. Das sieht richtig süß aus. Das ist schön. Bei der Hochzeit von dem Bruder meines Verlobten, da hatte ich auch sowas im... Ah nee, das war gar nicht die Hochzeit, oder? Doch, das war, glaube ich, die Hochzeit. Aber das ist ja richtig schön. Das sieht aus wie ein goldener Ast. Aber sieht sehr, sehr hübsch aus und ist alles handgemacht, was super viel Arbeit war. Also ich danke dir von Herzen für diese. Oh mein Gott, wie lange hast du dafür gebraucht? Die beliebte Vino Perfekt Linie von Caudalie hat überzeugte Fans auf der ganzen Welt. Oh, die habe ich sogar schon mal bestellt für eine Freundin von mir. Die habe ich noch nicht selbst ausprobiert, weil ich keine Pigmentstörungen habe. Das bewährte Viniferin ist auch hier der kraftvolle Inhaltsstoff gegen Dark Spots. Zusätzlich unterstützen Niacinamid, was ich auch sehr gerne mag bei The Ordinary, und Extrakte der weißen Pfingstrose die Wirksamkeit. Wow, richtig cool. Die passende Tagescreme dazu. I like, vielen Dank. Und jetzt, liebe Leute von heute, gehen wir mal kurz runter, ziehen uns um. Und machen mal unten noch ein bisschen sauber. Mich juckt's. So ein schönes Gefühl, frisch geduscht zu haben. Und ich bereue das auch echt nicht, dass ich meine Haare gewaschen habe. Ich hätte das richtig bereut, sagen wir mal so, wenn ich sie nicht gewaschen hätte. Weil dann hätte ich dieses eklige Gefühl. Kennt ihr das? Lippen to rocken. Übrigens, bevor ich jetzt meine Augenbrauen mit euch mache, ich wollte euch noch was fragen von meiner Schwester. Beziehungsweise sie hat eine Bitte. Und zwar sucht meine Schwester eine Immobilie in Baden-Baden und Umgebung. Also am allerliebsten in Baden-Baden, weil sie wohnt ja da mit meinen Eltern. Und sie sucht halt eine Immobilie, also sei es eine Wohnung, ein Haus, ja. Und sie hat mich gefragt, ob ihr vielleicht weiterhelfen könnt. Vielleicht kennt ihr irgendjemand, der eine Wohnung oder ein Haus verkaufen möchte. Vielleicht eure eigenen Eltern, Omi oder keine Ahnung wer. Bei Lana wäre das in sehr guten Händen. Sucht auch schon eine Weile und da war irgendwie bis jetzt noch nichts Passendes dabei. Und dann hat sie gesagt, ey, kannst du nicht meine Tante und Sisters fragen, ob sie nicht irgendwie... vielleicht irgendwas im Kopf für mich haben, dann könnt ihr sehr, sehr gerne schreiben. Sie nennt sich auf Instagram Mops Lover. Der Mops Lover.
Tada, das ist sie. Und sie würde sich sehr, sehr freuen, wenn ihr dazu schreiben würdet. Ich wollte euch noch zeigen, wie ich jetzt meine Augenbrauen zupfe. Wahrscheinlich sieht man jetzt nicht ganz so viel in der Kamera, aber ich müsste hier mal ran, so, ne, hier so drumherum. Wie gesagt, viele hatten Probleme damit oder haben mich gefragt, was sie machen sollen, wenn sie halt, ja, sie haben jetzt niemanden mehr, der ihre Augenbrauen zupft. Zupft das raus, was absteht. Ich liebe diesen Spiegel hier von Tweezerman. Der ist nicht fünffach vergrößert, ich glaube, das ist eine hundertfache Vergrößerung oder sowas. Und ich habe hier vor mir auch noch einen anderen Spiegel. Da gucke ich jedes Mal rein. Wenn ich eine Augenbraue so ein bisschen gemacht habe, gucke ich dann immer rein, ob das alles da normal aussieht oder ob ich mich da irgendwo vertan habe oder so. Man verzupft sich ja auch sehr leicht. Aber die Pinzette ist wirklich richtig gut. Die bricht das Haar nicht so, ne? Ich habe gerade seit Jahren gefühlt wieder Velvet Teddy auf meinen Lippen. Mit dem Lip Liner etc. von MAC. Ich mag die Lippenkombi voll. Ich gucke übrigens gerade auch Stranger. Nein, Stranger heißt es, glaube ich, der ist, glaube ich, der englische Titel. Es heißt auf Deutsch bei Netflix Ich schweige für dich. Und es ist voll weird, weil ich bin gerade bei der zweiten oder dritten Folge. Zweiten Folge, glaube ich. Und ja, zweite Folge. Und die springen so von Szene zu Szene, was ja sehr oft bei so Serien passiert. Aber ich check's halt noch nicht. Ich gehe jetzt erstmal meine Haare föhnen. Ich zeige euch mal kurz, wie ich die föhne. Aktuell föhne ich die nämlich mit zwei Föhnen. So viele haben in meiner Story, ich habe das nämlich auf Instagram geteilt, gefragt, warum ich das mache. Einfach nur, weil es schneller geht. Da gebe ich hier mein Redken Spray in meine Haare. Da ist unter anderem auch ein Hitzeschutz mit dabei. Frizz Control, Hair Repair, Conditioner, alles Mögliche. Aber ich gebe noch einen Hitzeschutz extra auf meine Haare. Der hier ist von Mermaid in Me. Mal zugeschickt bekommen. Und dann einfach meine Haare durch. Und dann schließe ich hier meine zwei Föhns an. Ich habe hier einen von GHD, den anderen nehme ich von Dyson. Den anderen, ich habe noch einen GHD, aber den anderen habe ich meinem Bruder damals gegeben. Deswegen benutze ich jetzt die beiden. Aber ich finde den von GHD richtig gut. Also klemme die meistens beide so einfach zwischen meine Finger und föhne dann einfach meine Haare. Ich glaube, ich mache mir dieselbe Frisur wie gestern. Ich hoffe, ihr seht alles so rum besser. Einen Föhn noch angelassen, damit ich immer wieder, wenn ich merke, so, da sind noch so ein paar feuchte Stellen, dass ich da immer wieder drüber föhnen kann. Solltet nämlich eure Haare in keinem Fall nass glätten. Also selbst wenn es so ein paar einzelne Strähnen sind, mein Friseur letztens zu mir gesagt, kann das sehr schädlich für die Haare sein. Und jetzt könnte man praktisch noch mal einen Hitzeschutz reinmachen. Aber ich habe jetzt eigentlich doppelt dreifach Hitzeschutz drin. Solche Strähnen ungefähr. Mein GHD Platinum Plus Styler. Und dann drehe ich mir die Locke so und spare die Spitze aus. Okay, die Strähne wurde hässlich. So, einmal drehen. Und die Spitze auslassen. Like this. Ihr müsst übrigens gar nicht so doll die Keramikplatten aneinander drücken. So macht ihr euer Haar auch nicht so kaputt. Also so. Nur ganz leicht. Das packt das Haar schon, das reicht schon. Und dann einmal kurz noch über die Spitzen, die so frizzy sind. So ganz leichte Wellen, die ich auch direkt wieder auskämme mit meinen Fingern. Ja, einmal im ganzen Kopf. Tada! Fertig! Fertig, ich zeig's euch im Licht. Wie das aussieht, vielleicht könnt ihr es besser erkennen. Ich glaube schon. Hier, das sind so ganz leichte Wellen, wenn man auch nicht so hart auf das Glätteisen drückt. Dann ist auch alles gut. Also Hitze ist immer kacke, aber besser als nichts. Also besser als schlimm. Und dadurch, dass ich auch nur so leicht durch die Haare gehe, fallen die auch so leicht. Ja, so sieht es auf beiden Seiten aus. Ich habe einfach nur eine Uhr und eine Kette angezogen. Ich hatte heute ehrlich gesagt keine Lust auf Ohrringe. Ich mache ja jeden Tag so ein kleines bisschen immer sauber. Vor allem, wenn ich duschen war oder so, dann gehe ich über die ganzen Armaturen und sowas. Und abends vorm Schlafen gehen, gehe ich auch gerne einfach nur über die Armaturen, damit das sauber ist. Und am nächsten Morgen nicht so voll getropft. Und das Wasser in Köln ist sehr, sehr kalkhaltig. Das heißt, man hat überall diese Wasserflecken, was echt nicht schön ist. Und ja, einmal, zweimal in der Woche ungefähr mache ich das dann noch richtig sauber. Also so richtig. Was mir fehlt, ist Chlor. Ich kippe sehr gerne Chlor ins Klo. Ja, um so die ganzen Bakterien frei zu machen davon. Aber ich eigentlich nicht ganz so viel mit Chlor. Voll interessant. Obwohl, mir hat mal eine Firma Putzzeug geschenkt. Ich hörte richtig, die haben mir Putzzeug geschickt. Fett- und Schmutzlöser habe ich bekommen.
gefragt, ob das eine Anspielung ist, aber nein, ich hatte mal eine Zeit, da habe ich euch sehr gerne so Zeug gezeigt, mit dem ich sauber mache und dann haben die mir das, glaube ich, deswegen zugeschickt. Das hier mag ich sehr, sehr gerne. Das ist L'Oreal Duftgranulat und das saugt ihr praktisch in eure Staubsaugerdüse mit ein und dann riecht der Staubsauger so, da gibt ihr hinten wieder diesen Geruch frei und dann riecht es so sauber, der Raum riecht dann so sauber. Kann auch in eine Schale gegeben werden und als Raumduft benutzt werden. Riecht sehr, sehr schön. Versucht ein bisschen Licht hinter mir aufzustellen, damit es ein bisschen heller wird für euch. Ich hoffe aber, dass sich das nicht blendet oder sowas. Wenn ja, tut es mir total leid. Ich versuche nur so ein bisschen mehr Licht hier reinzukriegen, weil wie gesagt, unten ist es relativ dunkel und oben möchte ich ungern meine Nägel lackieren, weil es riecht danach nach Nagellack und da habe ich wenig Lust drauf. Okay, ohne Licht. Hallo? So geht's auch, dann blende ich euch auf jeden Fall nicht mit dem Licht. Jetzt werde ich habe erstmal meine Jacke ausgezogen, war richtig heiß jetzt gerade. Ich habe als allererstes eine Feile rausgesucht. Ich habe jetzt eine von Gold Elements. Nehmt einfach die Feile, die ihr habt zu Hause. Und ich werde erstmal meine Nägel feilen. Und zwar habe ich immer eine Ballerina-Form. Das heißt, guck mal, wie gelb die sind von Kurkuma. Das ist immer so eine etwas schmal zulaufende Spitze. Wir feilen uns jetzt einfach einmal die Nägel. Ich feile auch so unter dem Nagel, so, weil ich möchte, dass das Ganze so ein bisschen sauberer darunter aussieht. Ungefähr so, ballerinamäßig wie möglich verläuft. Und was ich noch machen werde, ist, ich werde hier oben das Gel, was hier raus wächst, auch ein bisschen abschleifen. Der macht meine Nägel immer sehr, sehr schön, sehr dünn. Ich gehe ja hier zu Deluxe Nails auf der Pfeilstraße in Köln. Macht die immer sehr, sehr schön, so, also so nicht so dick, ne, das Gel. Aber das sieht man natürlich jetzt trotzdem, wenn das hier so rauswächst. Kennt ihr diese Feilen, die auf einer Seite feilen und auf der anderen Seite das so ein bisschen glänzend machen? Das versuche ich jetzt so ein bisschen, also ich habe hier eine von Layla, heißt sie, Layla Cosmetics. Aber die gibt es auch eigentlich von ganz vielen anderen Marken. Ich verlinke euch mal eine in die Infobox. Und da mache ich das erstmal. Rauche ich mir die Oberfläche so ein bisschen an. Es ist jetzt eine ganz glatte Oberfläche, ohne so ein ohne dass man so ein Riesending hier spürt. Okay, also die Nagelform gefällt mir noch nicht. Ich glaube, ich muss das noch ein bisschen schmaler machen. Warum habe ich heute trainiert? Das ist ganz schön anstrengend hier. Okidoki, ich habe sie jetzt gefeilt. Ich habe versucht, sie alle auf dieselbe Länge zu kriegen. Guck mal bitte, wie rausgewachsen die sind. Die Kleinen kriege ich auch nicht so richtig kurz. Die lassen sich nicht richtig feilen, weil mein Nagel sich die ganze Zeit so komisch oder mein ganzer Finger sich dann so komisch bewegt. Ich bin mir unsicher, ob ich jetzt nur so einen drauf machen soll, also praktisch so einen fast transparenten, oder ob ich den hier nehmen soll, so einen braunen. Ich weiß nicht, dass das aussieht wie so ein Hubbel. Wisst ihr, wenn ich so eine dunkle Farbe nehme, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht so viele Nagellack. Ich verschenke die immer direkt. Oh, ich glaube, das könnte gut gehen. Das ist hier von Essie Sheer Lack. Wenn man davon zwei Schichten drauf macht, könnte das eventuell funktionieren. So, ich habe jetzt meine Nägel mit diesem Essie Lack fertig gemacht. Zwei Schichten habe ich drauf gemacht und dann habe ich noch ein Nagelöl benutzt. Es ist okay. Man sieht zwar den Übergang, aber fürs erste Mal lackieren ist es okay. Dann bei der zweiten Runde, wenn bis dahin noch nicht alles wieder auf hat, dann mache ich, glaube ich, was Dunkleres drauf. Aber so ist es absolut in Ordnung. Und ich finde, der Lack ist auch schnell getrocknet. Ich habe gerade echt Schiss, irgendwo dran zu kommen und das zu versauen. Nagelöl ist übrigens auch immer gut für sowas, weil das lässt einfach die ganze Hand ein bisschen schöner aussehen. Und dieses getrocknete um den Nagel drumherum, ja, einfach softer aussehen und deswegen, ja, kann ich das sehr empfehlen. Und jetzt werde ich mal Spargel kochen und dann essen. Wir haben nämlich auch schon wieder 7:30 und ich esse bis 8:30. Das heißt, ich habe noch eine Stunde Zeit und dann
ist vorbei. Und ich wollte mich jetzt schon vom Vlog verabschieden, damit ich den nächsten anfangen kann direkt. Ich, ja, hoffe, dass er nicht ganz so lang geworden ist. Und ich weiß nicht, wollt ihr lange Vlogs? Wollt ihr lange Vlogs oder wollt ihr eher kurze? Wenn ich Vlogs gucke, gucke ich sie super gerne sehr lang. Und deswegen finde ich das jetzt auch nicht so schlimm, wenn sie so eine halbe Stunde gehen oder so. Deswegen, I love it. Und sagt mir gerne Bescheid, was ihr sonst noch sehen wollt. Ich werde auf jeden Fall meinen Schmuck euch jetzt mal zeigen und das so ein bisschen mit euch sortieren und sowas im nächsten Vlog. Ich habe noch eine richtig coole Info für euch. Und zwar werde ich ab heute bei ProSieben in einem Werbespot zu sehen sein, und zwar dreimal am Tag. Einmal weiß ich genau nach TAF, die anderen beiden Male weiß ich die Uhrzeit gar nicht so genau. Aber ja, ich werde im Fernsehen sein und da mache ich so ein Mini-Tutorial. Es geht auch richtig lang, 100 Sekunden geht die Werbung. Also richtig, richtig schön. Da war ProSieben war vor dieser ganzen Corona-Zeit bei mir. Also das ist schon so lange her. Und dann wurde das Ganze leider ein bisschen aufgeschoben, weil ja, wir fanden, dass das einfach ein ungünstiger Zeitpunkt dann ist, weil gerade die Menschen mit was ganz anderem zu tun hatten und man das nicht so freudig mitteilen konnte. Und jetzt geht das halt, oder jetzt ab heute ist es im Fernsehen. Macht mal ein Foto und schickt mir das oder verlinkt mich mal da drauf, damit ich das sehen kann, wenn ihr das gesehen habt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen tollen Montag. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Tschüssikowski, bye bye.